Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um die Ankündigung von Fujifilm gehen, denn die haben ja die Fujifilm X-T30 jetzt vorgestellt und ich habe hier die Fujifilm X-T20, meine heißgeliebte. Ja, was ist der große Unterschied? Ja, im Grunde genommen könnte man sagen, hier, das Logo ist ein anderes. Da steht jetzt Fujifilm X-T. Da steht jetzt Fujifilm X-T20. Und auf der neuen steht Fujifilm X-T30. Nee, es gibt natürlich noch ein paar andere Änderungen und Veränderungen, die stattgefunden haben. Zum einen ist das Gerät ein bisschen was dünner geworden. Wir sehen hier, dieser Bildschirm, dieser Klappbildschirm, den ich nach oben und nach unten klappen kann, ist bei der neuen übrigens genauso, ist was dünner geworden. Ich finde das ein bisschen schade, dass man den nur so und so klappen kann, weil wenn ich jetzt hier so eine Aufzeichnung mache, wie jetzt gerade bei euch hier, und mal schauen möchte, was ich gerade so mache und was ich so gerade zeige, wäre es halt super, wenn das nach vorne klappen würde, wie bei der Fujifilm X-T100. Hier hat Fujifilm leider Mist gebaut. Aber ja, die Werte könnt ihr natürlich alle selber lesen. Ansonsten steckt das Innere von der Fujifilm X-T3 dahinter, was natürlich eine super geniale Geschichte ist, weil das ermöglicht es euch wirklich mit dem Quad-Core-Prozessor auch eben dieses Tracking vom Gesicht eben zu machen, ohne dass es da großartige Schwierigkeiten gibt, ohne dass es da Probleme gibt, was Augentracking angeht. Das funktioniert auch bei 4K-Aufzeichnungen, eine super Geschichte, wie ich finde. Und viele Verbesserungen, was eben das Tracking des Autofokus akquirieren angeht, sind natürlich eine super Geschichte. Habe ich hier eigentlich bei der neuesten Firmware eigentlich auch keine Probleme mehr ganz groß. Aber gerade wenn es etwas dunkler wird, kann es manchmal zu Problemen kommen. Und da macht es Sinn, dass es halt eben besseres Akquirieren von Autofokus gibt. Ansonsten, was gibt es ansonsten für Änderungen an der Fujifilm X-T30 im Vergleich zur X-T20? Wir sehen hier, haben wir verschiedene Anschlussmöglichkeiten und wir haben hier immer noch, wir haben hier Micro-HDMI oder Mini-HDMI, wir haben Micro-USB und wir haben Kopfhöreranschluss beziehungsweise Klinkenanschluss für einen Selbstauslöser, Fernauslöser und eben auch für ein Mikrofon 2,5 mm Mikrofone. Das heißt, ihr braucht so ein Adapterkabel, wie man es hier sehen kann, was ich jetzt angeschlossen habe, um meinen Ton aufzuzeichnen mit der X70. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und dafür hat man allerdings diesen Micro-USB-Anschluss. Den hat man ausgetauscht durch einen USB-Typ-C-Anschluss. Kamera, stell scharf. Mein Gesicht verstecken. Dann stell es scharf. Also das hat man umgestellt durch einen USB-C-Anschluss, den Micro-USB-Anschluss und der Anschluss für HDMI ist rübergewandert nach unten. Was habe ich jetzt gezeigt? Hier unten ist der Micro-USB-Anschluss, das war der Mini-HDMI-Anschluss oder Micro-HDMI-Anschluss. Und hier ist der Micro-USB-Anschluss und der ist jetzt in die Mitte gewandert als USB-Typ-C-Anschluss. Hat den großen Vorteil, ich kann das Teil jetzt auch aufladen und während ich das Ganze auflade, kann ich auch fotografieren. Etwas, was ich hier leider nicht kann. Ein weiterer Vorteil ist für alle Leute, die Videos aufzeichnen wollen, ihr könnt jetzt neben dem 2,5 mm Mikroanschluss, habt ihr auch die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen, mithilfe des USB-Typ-C-Anschlusses, der einem ermöglicht, dann halt auch mithilfe eines Adapters dann auch Kopfhörer anzuschließen. Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ansonsten hat sich hinten auch einiges getan. Wir sehen jetzt hier, wie ich mit meiner Kamera das Ganze aufzeichne. Nee, wir sehen aber auch hier die Anschlüsse und da sehen wir hier den Q-Button beispielsweise. Dort ist jetzt ein Joystick hingewandert und dieses D-Pad ist komplett verschwunden. Stattdessen wird halt also der Joystick verwendet. Der Q-Button ist dann hier in den Griff rein verschwunden. Damit das funktioniert, ist der Griff deutlich breiter und dicker geworden. Ich finde das nicht so eine gute Sache, dass der Q-Button jetzt im Griff drin ist. Dass der Griff breiter, dicker geworden ist für den Daumen, dass wenn man da wirklich den Daumen reinhält, ist eine super geniale Geschichte. Gibt besseren Halt, aber den Q-Button da reinzuhauen, man drückt den dann doch versehentlich. Wir kennen Sony, die haben das dann hier reingehauen in die Ecke. So einen Aufnahmeknopf bei älteren Versionen haben sie dann natürlich auch wieder rausgehauen. Ansonsten EWF, der elektronische Sucher, wurde aufgerüstet, kann jetzt heller leuchten als je zuvor. Ich glaube mit 800 Nits oder 800 Candela pro Quadratmeter ist das sicherlich auch eine tolle Geschichte. Ansonsten die Buttons sind alle gleich geblieben, die Rädchen hier zum Drücken und so weiter und so fort. Alles
gleich geblieben. Auch der Viewfinder von der Auflösung her hat sich nichts geändert. Der Touchscreen ist gleich geblieben, außer halt eben der Änderung, dass er nicht mehr so aus dem Gehäuse ragt wie hier. Er ist also nicht mehr so dick, sondern etwas dünner, was das angeht. Das ist also eine tolle Geschichte, was die Fujifilm XT30 angeht. Die Bedienelemente sind gleich geblieben hier oben, wenn ich da alles bedienen möchte. Wenn ich hier zum Beispiel, das ist das Genialste überhaupt, hier, ich habe einen Auto-Switch, das heißt, wenn ich das jemandem gebe, der keine Ahnung hat, oder ich möchte mal schnell ein Video aufzeichnen mit aller möglichen Gesichtserkennungskram, gerade dank des neuen Quad-Core-Prozessors innerhalb der Fujifilm XT30 macht das ordentlich Sinn, kann ich in den Automodus wechseln und das ermöglicht mir halt dann auch automatisch Gesichtserkennung, Augenerkennung, Porträterkennung, Pflanzenerkennung, Tierfotografie, also das, was man alles unter AI bei Smartphones herkennt, das ist hier der Automodus und das ist bei der XT30 dann noch besser als noch bei der Fujifilm XT20 war und ist. Ansonsten, der Blitz bleibt auch erhalten, ich weiß, ein kleiner mickriger Blitz, aber man kann natürlich, wenn man da so ein Blatt Papier vorhält oder sowas, kann man dann einen nicht so harschen, nicht so scharfen Blitz erzeugen. Also Blitz ist immer noch besser als gar keiner. Kleiner Vorteil vielleicht zur Fujifilm XT3, würde ich mal behaupten. Das Wegfallen des D-Pads finde ich nicht so knorke, weil das im Grunde genommen, ich finde den Joystick gar nicht mal so schlecht, wenn der Joystick halt standardmäßig auch, und das habe ich bisher noch nicht gesehen, wenn der Joystick halt auch diese D-Pad-Funktionalitäten hat, weil hier habe ich halt eben vier Knöpfe, die ich drücken kann, um bestimmte Aktionen auszulösen. Und diese bestimmten Aktionen wie Weißabgleich, Fokusmodus ändern und so weiter und so fort, also Fokusmodus ändern, das heißt nicht eben den Fokussierungsbereich ändern, sondern von Einzelfokus auf mehr oder ganz... Übrigens auch ein neues Feature bei der XT30, von der XT3 übernommen, dank des 26 Megapixel BSI, also hintergrundbeleuchteten Sensors, gibt es die Möglichkeit auch, weil es der gleiche Sensor ist, ist auf der ganzen Sensorfläche verteilt, sind Autofokuspunkte, Phasen-Autofokuspunkte, so dass man ohne Probleme dann halt eben alles Mögliche fokussieren kann, worauf man dann fokussieren möchte. Das ist also eine ziemlich gute Sache, wie ich finde. Und ja, also ich hätte mir das gewünscht, vielleicht kann man es in Firmware einstellen, dass man sagt, die D-Pad-Funktionalität mit eben diesen Schnelleinstellungen, ich möchte nicht auf dem Touchscreen haben, ich weiß, das geht auch, aber da rumwischen und so, das funktioniert immer mehrmals. Also erkennt es man dann nicht, ob ich jetzt hier gedrückt habe, um meinen Fokuspunkt zu verschieben oder ob ich runtergeswiped habe, um eine bestimmte Aktion auszulösen. Die Erkennung, die funktioniert nicht ganz so gut. Und selbst wenn sie den Touchscreen sehr stark verbessert haben, wie es momentan aussieht mit der XT30, dass er also deutlich schneller reagieren können soll, finde ich das immer noch keinen adäquaten Ersatz für das D-Pad. Deshalb, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, anstatt das D-Pad wirklich den Joystick dann zu benutzen, um hoch runter zu machen, um diese Aktion auszuführen. Und die Joystick-Funktionalität für das Verschieben des Fokuspunktes hätte ich mir dann gewünscht, dass man dann sagt, okay, ich muss erstmal den Joystick reindrücken und dann kann ich den Fokuspunkt verschieben. Gibt es, glaube ich, als Option bereits schon optional irgendwie, das als Sperre, damit man den Fokuspunkt nicht aus Versehen verschiebt, glaube ich, bei der XT3 und bei anderen. Hätte ich mir gewünscht, dass das eventuell auch bei der XT30, vielleicht kommt es per Software-Update noch rein. Ansonsten schöne Sache im Vergleich zur XT20. Hier seht ihr so ein Hilfslicht, Autofokus-Hilfslicht. Das leuchtet halt nur, wenn ich wirklich autofokussieren möchte. Wenn ich mich selber aufzeichne, sehe ich leider nicht, dass ich gerade aufzeichne. Und bei dem 15-Minuten-Limit, was leider immer noch bei der XT30 drin ist, Full HD 15 Minuten, 4K 10 Minuten Limit, Fujifilm, das ist wirklich nicht nötig. Gerade wenn man überlegt, die Lizenzgebühren, die zuständig waren, um eine Kamera, Fotokamera von einer Videokamera zu unterscheiden, also dass man da nur 30 Minuten aufnehmen darf mit einer Fotokamera, ansonsten muss man Camcorder-Gebühren bezahlen, sind weggefallen. Also da gibt es keinen Grund für. Überhitzungsprobleme habe ich mit der Kamera jetzt auch nicht gehabt, was halbe Stunde Aufnahmen in Full HD angeht. Also da muss ich natürlich hier zweimal draufdrücken, also beziehungsweise einmal draufdrücken fürs Aufnehmen, 15 Minuten, dann nochmal draufdrücken für weitere 15 Minuten. Gibt es also keinerlei Probleme, was das angeht. Schade. Da hätte Fujifilm wirklich aufrüsten können und sagen können, okay, weil das nur eine Softwaregeschichte ist, vielleicht für den Expertenmodus irgendwie im Menü versteckt, okay, falls Überhitzungsprobleme bei 4K und Gesichtserkennung auftreten sollten, weil das Gehäuse ja ziemlich klein ist im Vergleich zur XT3, hätte ich gesagt, okay, dann vielleicht kann man da Gesichtserkennung für Video ausschalten in einem speziellen Modus, längerer Aufnahmemodus, wo dann so eine Funktion dann wegfällt oder dass diese Automatik dann nicht funktioniert, wenn ich halt eben 4K in 30 Minuten aufnehmen möchte.
Aber Full HD. Full HD wäre auf jeden Fall 30 Minuten möglich und das finde ich enttäuschend, dass Fujifilm das künstlich einschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Zusammen mit dem Flipscreen wäre das sicherlich eine ideale Kamera. Wäre der Flipscreen da, hätte ich überlegt, mir die Fujifilm X-T30 zu holen. Aber so sieht es aus, dass ich wohl bei der X-T20 bleibe, weil ich keinen Grund sehe, auf die X-T30 umzusteigen. Klar, Autofokus ist etwas besser für Fotos machen. Kein großer Unterschied. Da hat man ja meistens etwas mehr Zeit. Die Geschwindigkeit hat sich auch, glaube ich, kaum verändert. Einziger Unterschied ist, dass jetzt dieser elektronische Sucher, der elektronische Verschluss, dann auch diesen Sportmodus unterstützt, wo er dann 30 Bilder aufnehmen kann. Aber für eine Sekunde oder so, also kann er die 30 Bilder aufnehmen oder für ein paar Sekunden nur. Und dann war es das dann auch schon. Dann geht er wieder runter, weil eben der Puffer nicht nachkommt, weil eben hier unten drin weiterhin Akku und stell scharf. Er will nicht scharf stellen. Akku und Mikro und SD-Karte drin steckt. Gleicher Akku übrigens, hat sich also nichts geändert und gleicher SD-Kartenslot mit eben UHS-I-Unterstützung nur, also ein bisschen langsamer. Deshalb auch nur wahrscheinlich 4K mit 30 Bildern pro Sekunde, auch so eine Einschränkung. Dann mit den 10 Minuten. Ah, man hätte sich schon ein bisschen was besser mehr wünschen können von Fujifilm. Das ist halt so der Kasus Knaxus, weshalb ich sage, ich bleibe wohl lieber bei der Fujifilm X-T20. Erst einmal warte auf die X-T40. Oder wenn ihr Videos mögt und auf ein größeres Body, sowieso schon auf einen größeren Body schielt, so ein bisschen. Die XH2 sollte ja wahrscheinlich auch mit dem X-T3-Prozessor kommen und dann wäre das sicherlich auch eine sehr interessante Alternative für alle Leute, die Videos machen. Aber so als Podcasting-Geschichte wäre das eine tolle Geschichte. Wenn einfach, ich hätte mir einfach eine Fujifilm X-T100 mit den Innereien der X-T30 gewünscht. So kann man es ganz einfach sagen. Mit dem Flipscreen nach vorne wäre schön gewesen. Also das hier bei der X-T100 ist ja unbeschriftet, den hätte man so lassen können, wie er jetzt hier ist bei der X-T20. Das hätte ich mir ganz einfach gewünscht. Und dann natürlich Aufnahmelimits einfach weg. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, war die X-T100 nicht eine halbe Stunde Aufnahmelimit im Full HD? Das wäre natürlich ein Ding. Das ist unglaublich. Also da hätte Fujifilm auf jeden Fall eine super geniale Vlogging-Kamera machen können mit. Aber sie sind also so kurz vorm Ziel einfach stehen geblieben. Schade eigentlich, aus meiner Sicht. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Großartiges zu erzählen. Ich habe hier einen Grip drauf, das seht ihr vielleicht in extra. Sieht man, glaube ich, hinten, da steht es drauf, ist der Mike Grip. Und dieser Grip, der sollte auch bei der Fujifilm X-T30 funktionieren. Das heißt, falls ihr umsteigen wollt von der X-T20 oder eine X-T10, die ja die gleiche Maße hat wie die X-T20, sollten die Grips alle noch funktionieren, auch bei der X-T30, auch wenn die ein bisschen was schmaler geworden sein sollte. Ansonsten, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Was haltet ihr von der Fujifilm X-T30? Würdet ihr von der X-T20 auf die 30er umsteigen? Schreibt es mir in die Kommentarbereiche. Ansonsten Daumen nach oben geben und abonnieren natürlich fleißig. Und ja, das war's für diesen Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.